Also ich stelle gleich einmal eine Frage und zwar ein bisschen weg von den Biosimilars. Es geht um diese Nebenwirkungsmeldungen. Da haben Sie ja auch sehr, sind Sie ja auch involviert. Eben dieses typisch österreichische, der andere soll es machen, ist wurscht, ich bin eh durchgekommen. Also ich werbe auch dafür, dass die Menschen, falls sie Nebenwirkungen haben, sich mit der AGES in Verbindung setzen, einfach weil das dann auch anderen Patienten hilft, weil man Therapien anpassen kann und so weiter. Und ja, einfach auch im Notfall Medikamente vom Markt nehmen kann. Siehe Kontergan, das ja schon erwähnt wurde. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und ich möchte ihn wirklich unterstreichen. Nebenwirkungsmeldungen sind für uns essentiell. Wenn wir keine Nebenwirkungsmeldungen bekommen, heißt das, wir können das Nutzen-Risikoprofil des Arzneimittels nicht neu bewerten. Das heißt, wenn Sie uns nichts melden, wissen wir nicht, wenn eine Nebenwirkung aufgetreten ist. Man muss hier ganz selbstkritisch sagen, wir sind in Österreich wirklich keine Weltmeister. Im Gegenteil, die Nebenwirkungsraten in Österreich sind wirklich sehr, sehr bescheiden im internationalen Vergleich. Darum ist es mir und auch unserer Behörde wirklich ein Anliegen, wo wir schon seit mindestens jetzt 3 Jahren massiv die Werbetrommel dafür rühren, dass dieses Wissen auch da ist, auch bei den Ärzten, dass sie, und das ist das Wesentliche, Ärzte müssen melden. Ja, das wissen auch die wenigsten. Wenn ein Arzt eine Nebenwirkung sieht, wo er den Verdacht hat, das könnte von einem Arzneimittel kommen, muss er es melden. Dennoch haben wir ganz, ganz wenig Nebenwirkungsmeldungen von Ärzten noch. Also das muss besser werden, gilt auch für Apotheker, auch die müssen melden. Und das Schöne für Sie als Patient, Sie sind da sozusagen in einer sehr komfortablen Situation, Sie müssen nicht melden, aber seit Neuestem dürfen Sie uns melden. Bis vor 3 Jahren durften Sie gar nicht melden, das hat man Ihnen jetzt sozusagen ermöglicht. Konsumentenschützer haben sich das sehr, sehr gewünscht. Wir haben das natürlich aufgenommen. Das heißt, wenn Sie etwas bemerken, rufen Sie uns an oder gehen Sie auf unsere Homepage. Ja, jetzt können Sie melden, entweder telefonisch oder elektronisch. Und wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn wir diese Rückmeldungen bekommen, weil wir damit einfach die Arzneimittel sicherer bekommen können. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, ich kann nur... Ah, der Herr Havlik hat eine Frage. Ach so. Ich kann nicht laut reden. Und, okay. Und es ist so, zum Beispiel Immnovid wird ja beworben, als macht keine Neuropathien. Stimmt aber nicht, meine Frau hat sehr starke Neuropathien bekommen. Ich habe die Firma angerufen, habe das der Dame gesagt, naja. Es hat dann am nächsten Tag eine andere Dame uns zurückgerufen, hat sich entschuldigt und gemeint, ah, das ist sehr wichtig und sie wird sich das notieren. Aber es wird manchmal also nicht sehr ernst genommen anscheinend. Also, ja, das soll so nicht sein und das muss ich jetzt ganz kritisch auch sagen, wenn Sie bei einer Pharmafirma anrufen, da muss ich wirklich als Behördenvertreter echt streng sein, wenn Sie bei einer Pharmafirma anrufen und sagen, Sie haben eine Nebenwirkung, ist die Pharmafirma verpflichtet, diese Wirkung aufzunehmen, dementsprechend als Nebenwirkungsmeldung zu handhaben und der Behörde weiterzumelden. Das geht so weit, dass es in Pharmafirmen auch die Kraft an Telefon und sogar der Nachbarportier wissen muss. Ja, ein Pharmakovigilanzsystem in Pharmafirmen ist dermaßen streng, dass sogar der Parkwächter wissen muss, wenn Sie dort hingehen und sagen, ich habe eine Nebenwirkung, dass er sagt, nicht, ich schicke sie weg oder ich glaube das nicht, der muss das aufnehmen. Ja, dass das eine Theorie ist und das andere in der Praxis vielleicht nicht immer ganz so gelebt wird, das können wir uns wahrscheinlich alle vorstellen. Aber bitte beharren Sie darauf, das muss aufgenommen werden, das muss gemeldet werden und wenn Sie das Gefühl haben, das funktioniert bei der Pharmafirma nicht, Sie können natürlich, und wir begrüßen das fast, dass Sie auf direktem Weg zu uns kommen. Ja? Also alles das, was Sie in der Pharmafirma melden, können Sie genauso gut direkt uns als Behörde auch melden. Entschuldigung, sagen Sie uns vielleicht kurz die Telefonnummer und vielleicht können Sie sich das aufschreiben. Also die AGES-Nummer ist 050555, also ganz viele Fünfer und da kommen Sie dann einfach zur Vermittlung und sagen Sie einfach, Sie wollen eine Nebenwirkung melden, dann landen Sie automatisch in der zuständigen Stelle. Beziehungsweise können Sie auch bei uns auf die Homepage gehen für den ein bisschen technikaffineren. Die Homepage ist wohlgemerkt, weil wir aber auch ein Bundesamt sind, ist jetzt nicht die www.ages-Adresse, sondern wir haben die Adresse www.basg.gv.at. BASG steht für Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Da haben wir eine eigene Homepage und da haben Sie direkt auf der Startseite einen Reiter, der heißt Nebenwirkungsmeldung. Und wenn Sie dort draufklicken, da kommen Sie zu Online-Formularen, da können Sie das alles im Prinzip sich registrieren und elektronisch ausfüllen.
Nichtsdestotrotz, ich empfehle Patienten immer, doch mal zum Telefonhörer zu greifen, dann ist es meistens leichter und ja, also die Ressourcen haben wir noch, muss man sagen, Gott sei Dank, wie gesagt, wir kriegen ja noch nicht so viele Nebenwirkungsmeldungen, wie wir uns das wünschen. Das heißt, wenn ganz Österreich plötzlich anfangen würde, 20 Mal so viele Nebenwirkungen zu melden, würde man wahrscheinlich auch irgendwo ressourcenmäßig an den Plafond stoßen. Derzeit freuen wir uns über jeden Anruf und wenn wir mehr Meldungen bekommen. Darf ich dazu dann noch etwas sagen? Also bitte. Bei mir hat kein Statin gewirkt, ja. Die Landläufen, die es ja schon lange gibt. Und ich habe mit dem Zeug sehr geplagt. Und jetzt gibt es ja seit Neuestem diese automatische Injektionsgeschichte. Und das habe ich also jetzt verschrieben bekommen mit einem fantastischen Erfolg. Hängt das schon zusammen mit dem, was Sie uns gerade dargeboten haben? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Sie haben ein Statin gehabt, das hat nicht gewirkt. Also ich habe alle ausprobiert, keins hat geholfen. Und das ist ein ganz neues Medikament am Markt mit einer automatischen Injektionsgeschichte. Einrichtung, die sehr teuer, das ist eine Injektion kostet ein paar hundert Euro. Und ich nehme an, das hängt mit dem zusammen. Nur fällt es mir leid, also ich kann jetzt natürlich nur raten, was das für ein Arzneimittel ist. Ich meine, ich habe einen Verdacht, was das sein könnte. Ja, das könnte sogar ein monoklonaler Antikörper sein. Die sind tatsächlich teuer. Bei der Cholesterintherapie ist es normal schon so, dass die Statine sehr, sehr gut wirken. Ja, also man muss sich das anschauen, aber in den Fällen, wo es wirklich nicht wirkt, sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass es auch andere Therapieoptionen gibt. Und wenn man dann schlussendlich was findet, was dann sehr gut wirkt, na wunderbar, also genauso soll es ja sein. Kann ich zu dieser Cholesterinsache dazu sagen, ich habe Simvastatin auch nicht vertragen, mir war schlecht und ganz mies und hatte jetzt umgestellt auf Crestor und super, bin unten auf 160, 170, also ganz fantastisch. Mhm. Man muss nur umstellen und probieren, glaube ich, bei Cholesterintherapie, aber die Statine habe ich überhaupt nichts vertragen. Also ist natürlich klar, dass nicht bei jedem gleich der erste Therapieversuch anschlägt. Darum sind wir, wie gesagt, eben froh, dass es unterschiedliche Wirkstoffe gibt. Cresto und Simvastatin ist ja zumindest sehr, sehr ähnlich, aber nicht genau dasselbe. Sind beide Statine, aber ja, wunderbar, wenn es beim zweiten Versuch geklappt hat. Ja. Eine Dame hat eine schriftliche Anfrage, nur ich weiß nicht, worum es da genau jetzt geht. Ja. Ich habe keine Stimme zu sagen. Also ich sehe jetzt hier dieses berühmte Rituximab, was wir schon heute mehrfach angesprochen haben, diesen riesigen monoklonalen Antikörper, ist ja, man kann das wirklich sagen, ein Wirkstoff. Ja, Gott sei Dank, und wir sind auch froh, dass es diesen Wirkstoff gibt. Ich kann ja wirklich sagen, der hat die Leukämie und Lymphomtherapie ja wirklich revolutioniert mit wirklich tollen Ergebnissen und ja, Gott sei Dank gibt es sowas. Ja. Ja. Na, danke. Sehr gut, danke schön. Ich habe noch eine Empfehlung und zwar, es gibt eine App, die habe ich jetzt seit ein paar Tagen erst heruntergeladen, die ist super, die ist von der Apothekerkammer und da kann man alle wie heißt das? Das heißt nicht Beipackzettel, das heißt anders. Die Gebrauchsinformationen Gebrauchsinformation, genau. Ohne zusammenfalten und vergrößern kann man sie die Schrift, das ist super. Also da kann man alle Medikamente eingeben und da kommt dann unter anderem, also welche Apotheke Nachtdienst oder Feiertagsdienst hat, aber auch welches Medikament eben. Den ganzen Beipackzettel kann man sich da anschauen und eben, wie gesagt, am Smartphone kann man sich ja die Schrift vergrößern und das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll und verlässlich vor allem. Ja. Also Sie sprechen das Apo-App wahrscheinlich an, vermute ich jetzt. Genau. Ja, das ist wirklich eine tolle Sache, weil es natürlich auf jedem Smartphone toll läuft. Ich möchte ergänzend nur anmerken, die Fach- und Gebrauchsinformationen Beipackzettel gibt es natürlich nicht nur bei dieser tollen Apo-App, die gibt es auch bei uns. Mhm. Wir haben bei uns ein, das heißt Arzneimittel-Spezialitätenregister. Da bekommen Sie von jedem zugelassenen Arzneimittel in Österreich Fach- und Gebrauchsinformationen, also genauso wie auf der Apo-App. Aber natürlich, wir haben die Datenquelle, wir sind die Datenquelle und natürlich publizieren wir das auch. Und
ist bei uns gratis, ist bei der Apo-App gratis. Mhm, ja. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Patienten ihre Beipackzettel auch lesen von den Arzneimitteln, die sie einnehmen. Nur ich weiß aus zahlreichen Studien, dass das sehr, sehr gut normal, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen persönlich ist, aber wir wissen es aus österreichischen Zahlen und auch aus internationalen Zahlen, dass eigentlich 80% der Patienten sehr genau die Beipackzettel immer studieren und muss ich sagen, ja, Gott sei Dank ist das so. Ja. Repater, ja, ja, an das hätte ich dann gedacht, ja. Hier gibt es noch eine Frage. Die Dame möchte etwas fragen. Welche Nebenwirkungen die Statine haben? Naja, da müsste ich jetzt gestehen, da muss ich jetzt selber in den Beipackzettel schauen. Wir haben ja über 15.000 Arzneimittel zugelassen. Was mir jetzt so einfällt bei den Statinen, ist natürlich die Hauptgefahr, die aber Gott sei Dank die wenigsten haben, ist, dass es auf die Muskeln gehen kann, ja. Das ist aber Gott sei Dank sehr, sehr selten. Sonst, wie wir schon gehört haben, die üblichen Nebenwirkungen, Übelkeit, Kopfschmerzen, aber das haben wir fast bei allen Arzneimitteln. Statine generell, kann man sagen, sind eigentlich sehr gut verträgliche Arzneimittel, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, was nimmt man zu dem Statin noch dazu. Ein Statin alleine ist meistens sehr gut verträglich, aber die Frage ist, wenn man 5 andere Medikamente auch noch nimmt, ob sich die dann miteinander so wirklich vertragen. Ja, aber das wird sich ja hoffentlich jetzt bessern. Ich finde das eine gute Einrichtung, diese E-Medikation. Wir bekommen die E-Medikation, ja. Genau. Da hat sozusagen der Arzt und der Apotheker das auf Knopfdruck, wenn eine böse Wechselwirkung auftreten sollte und wird gewarnt. Theoretisch sollten das natürlich auch Ärzte können und Apotheker abseits natürlich der automatischen Systeme sollten das wissen. Wird aus meiner Sicht derzeit noch wirklich ein bisschen vernachlässigt. Also ich würde mir wünschen, dass in Zukunft noch viel, viel mehr Sorgfalt auf diese Polypharmazie und Wechselwirkungen gelegt wird. Aber ich weiß, das sind Konzepte in Ausarbeitung, teilweise von der Apothekerkammer, teils auch von öffentlicher Seite, dass wir dieses Problem noch mehr angehen. Weil eines ist klar, wenn jemand 10 oder 12 Arzneimittel einnimmt, das gehört kontrolliert, ob die wirklich miteinander passen. Es beginnt schon bei 5 Arzneimittel, aber wir haben Patienten 10, 12 Arzneimittel. Das ist wirklich potenziell nicht ungefährlich, sage ich mal. Ja.